Hey Gabi, schön dich zu sehen. Na, Mike, ich habe doch versprochen, dich mal in deiner neuen Wohnung zu besuchen. Du hast so viel geschwärmt. Ja, dann komm erst mal rein, gib mir deine Jacke, ich zeig dir alles. Herzlich willkommen. Kaffee? Ja, gern. Einmal zwei Kaffee. Danke. Echt tolle Lage hier direkt am Uniklinikum und die Glasfront hier. Boah, Wahnsinn. Gefällt mir gut bei dir. Ja, ich lieb's auch. Ich habe ja so lange nach was Neuem gesucht und der Wohnungsmarkt hier ist echt hart umkämpft. Ja, glaube ich dir. Alles in Ordnung? Kriegst du irgendwie schlecht Luft? Geht schon. Sag mal. Hast du dir eine Katze zugelegt? Ja klar, vier Stück, weißt du doch. Oh, Mist. Notfalleinsatz. Ja, in diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich bin Mike, Notfallsanitäter. HemsTC und Masterstudent. Erstes Semester ist vorbei. Da mal kurz bin ich sehr froh. Und ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin bei T-Mam. Ja, das mit dem ersten Semester musste ich jetzt kurz erwähnen, weil die Prüfungsphase hat mir einiges abverlangt. Ich bin richtig froh, dass ich zumindest das hinter mir habe. Vor mir liegen drei weitere Semester, aber ich werde das irgendwie rocken. Na klar. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die Redmobil. Die Bombe hatten wir ja letzte Folge schon platzen lassen, dass wir da unterwegs sein werden. Nähere Informationen geben wir noch, auch über Instagram. Was mich zu einem Thema bringt, und zwar könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Wir haben zwar keinen eigenen Kanal für den Podcast, aber gerne mir folgen. Mein Profil ist mmike-94. Nicht wundern, das ist auch mein privates Profil. Also da gibt es ab und zu sicher auch mal ein Urlaubsfoto oder irgendwas anderes von mir zu sehen. Aber bei Fragen, Anregungen, Kritik und so weiter gerne mal schreiben. Freue ich mich drüber. Unbedingt. Und ihr dürft euch auch gern bei mir melden, wobei Fachfragen der Mike sicher versierter ist, noch ein Ach, hör ganzes Stück auf. weit mehr als ich im Rettungsdienst. Und ich heiße Frau Fachsprache auf Instagram. Hört, Und hört. natürlich, ja, und ihr dürft natürlich auch weiterhin gern an audio@time.de schreiben und natürlich auch direkt in Spotify den ja, Fragen-Button reagieren innerhalb von der Folge. Weiterhin eine kleine Bitte, bevor wir jetzt wirklich einsteigen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns bewerten könntet, egal auf welcher Plattform ihr uns hört. Lasst uns eine entsprechende Bewertung da. Wir freuen uns sehr. Ihr habt das ja sicher schon im Fallbeispiel bemerkt. Heute geht es bei uns um Asthma bronchiale, genauer noch um die obstruktive Lungenerkrankung, beziehungsweise noch mal genauer sogar um die obstruktiven Lungenerkrankungen. Und ganz ähnlich gelagert, es geht zumindest auch um die Atemwege, hat die Zeitschrift Retten diesen Monat das Thema oder in der aktuellen Ausgabe das Thema, die Atemwegssicherung. Ist natürlich nicht ganz das, was wir heute machen, aber auf jeden Fall von uns eine Empfehlung, da es sich auch um die Lunge dreht, lest da gern auch mal rein. Und Mike, du hast dich mit diesem Thema, das wir heute haben, die
obstruktiven Lungenerkrankungen im Vorfeld auch ganz genau beschäftigt. Erzähl mal. Genau, Gabi. Ein absoluter Notfallklassiker kennt man von der Sanitätshelfer- oder Einsatzsanitäter-Ausbildung bis hin zur Notfallsanitäter- und Notfallsanitäterinnen-Ausbildung. Jeder schon mal erlebt, jeder schon mal in Realität gesehen und ja, man kommt nicht drum herum. Und natürlich kann dieses Krankheitsbild in der Atemwegssicherung münden. So gesehen können wir da eine schöne Brücke zur Ausgabe der Retten schlagen. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch, gerade weil es so ein typischer Klassiker ist, auch gleich drei Leitlinien dazu. Und zwar die S2K-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patientinnen und Patienten mit COPD. Dann habe ich verwendet heute die S3-Nationale Versorgungsleitlinie COPD und die Nationale Versorgungsleitlinie für Asthma Bronchiale. Aber zuerst mal müssen wir so eine kleine Begriffsklärung machen, bevor wir weitergehen können. Was fällt denn unter dem Begriff obstruktive Lungenerkrankungen? Typischerweise Asthma und COPD. Yes, Asthma Bronchiale und COPD. COPD steht dabei ausgeschrieben für Chronic Obstructive Pulmonary Disease und umfasst hauptsächlich chronische Bronchitis und das Lungenemphysem. Je nach Literatur wird das Lungenemphysem hier auch extra aufgeführt. Mhm. Ja, und doch, wo sind jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Erkrankungen? Zum einen betrachten wir mal das Merkmal des Alters bei der Erstdiagnose. Bei Asthma ist das häufig in der Kindheit oder in der Jugend, im Prinzip in jedem Lebensalter ist hier die Diagnose möglich. Bei COPD befinden wir uns meistens in der 5. bis 6. Lebensdekade, also im fortgeschrittenen Alter. Ein Symptombeginn in der Kindheit spricht gegen COPD und für Asthma. In der Anamnese haben wir bei Asthma oft eine positive Familienanamnese. Wir haben eine Verschlechterung oder eine Therapieresistenz durch Tabakrauchen, aber meistens ist es nicht kausal. Bei COPD haben wir Rauchen und inhalative Noxen ganz, ganz klar als Zusammenhang vor uns, wobei mit inhalativen Noxen sind ganz oft so berufstypische, schädliche Zusammenhänge gemeint und so weiter. Bei Asthma sehen wir eine anfallsartig auftretende Atemnot, die ist wechselnd im Laufe der Zeit und es gibt ganz oft einen Trigger. Intrinsisches und extrinsisches Asthma kennen wir da. Intrinsisch durch zum Beispiel psychische Belastung, auch durch Lachen auslösbar und extrinsisch ganz oft allergisches Asthma genannt, durch Allergene, Staub, Rauch, kalte Luft und so weiter. Und bei COPD sehen wir eher eine kontinuierliche Symptomatik. Also hier haben wir gar kein beschwerdefreies Intervall. Wir haben Atemnot unter Belastung und auch in Ruhe. Und das passt ganz gut mit dem Verlauf zusammen. Hier haben wir bei Asthma einen sehr variablen, episodischen Verlauf und zwischen den Anfällen sind die Patientinnen und Patienten symptomfrei. Und die COPDler, abgekürzt gesagt, da haben wir meist einen progredienten Verlauf. Auch unter Behandlung ist hier oftmals keine Heilung, nur eine Symptomlinderung möglich. Und entsprechend gibt es für die COPD, ich habe es gerade auch schon mal grob angesprochen, auch einige Risikofaktoren, wie zum Beispiel Tabakkonsum, auch passiv. Wir kennen den Raucherhusten. Aber auch Tabakalternativen. Vielleicht etabliert sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auch der Begriff Dampferhusten, ne, für alle, die oder Vaporhusten oder so. Es sind, wie gesagt, berufsbedingte Noxen, Umweltnoxen. Und ein vorbestehendes Asthma zählt hier auch als Risikofaktor. Und außerdem kennen wir ja auch noch die Einteilung nach Gold. Genau, die ergibt sich, wusste ich nicht, musste ich auch nachlesen, aus dem forcierten expiratorischen Volumen und der Vitalkapazität. Rettungsdienstlich also nicht messbar, daher schneiden wir das Thema nur grob an. Gold 1 ist eine milde COPD, Gold 2 eine moderate, Gold 3 eine schwere und Gold 4 sogar eine sehr schwere. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch den Bode-Score und der erlaubt eine multidimensionale Einschätzung des Krankheitsverlaufs bei COPD sowie im Hinblick auch auf das Sterberisiko. Genau, das sind alles schöne und gute Informationen, die wir auch alle so oder so ähnlich in den Leitlinien finden. Aber wo ist jetzt der Praxisbezug für den Rettungsdienst? Die Akutformen werden ziemlich ähnlich sogar gleich behandelt, also der Asthmaanfall oder die exazerbierte COPD. Kurze Erklärung, unter einer Exazerbation versteht man eine plötzlich auftretende deutliche Verschlimmerung der Symptome und sehr, sehr oft ist das Infekt getriggert, zum Beispiel durch Atemwegseffekte, auch durch Covid oder durch andere Zustandsverschlechterungen. Soll ich dir einen Schmank aus meiner Klinikzeit erzählen? Ich dachte aus der Jugend, aber aus der Klinik höre ich mir auch gern an. Ich habe ja auf einer Inneren gearbeitet, über 6 Jahre lang. Und die
Exazerbation. Du merkst, ich kann es heute auch immer noch nicht aussprechen. Ist ja auch ein blödes Wort. Ja. War die Lacher, oder der Lacher nach dem Nachtdienst immer bei Kollegen. Die haben schon immer drauf gefiebert, wann ich es wieder sagen muss. Bei der Übergabe. Ein schöner Running Gag, ja, das gefällt mir gut. Mm. Liebe sowas. Ich trinke gerade übrigens nebenher den Kaffee, den ich dir gemacht habe eingangs. Ich bin froh, dass du nicht wirklich einen Asthmaanfall hast und ich habe aber auch keine 4 Katzen. Ja. Jo, vor mir. Und Gott sei Dank, auch keine Nymphensittiche mehr, ja. Ich bin so froh, dass du keine mehr hast. Das war immer, da sind immer Tränen geflossen, ja. Richtig, ja. Nee, die zwei sind an einem besseren Ort. Und nein, sie sind nicht tot, sie leben noch. Ne? Die sind jetzt aber, also die konnte ich nicht mit umziehen, deswegen, ja. Okay, jetzt ja. Liegt vor mir sind weder Nymphensittiche noch Katzen. Vor mir ist der Behandlungspfad Rettungsdienst, BPR. Normalerweise arbeite ich ja immer gern mit den DBRD-Algorithmen. Jetzt heute habe ich mal was anderes genommen. Die sind von den ärztlichen Leiterinnen und Leitern Rettungsdienst in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erschienen. Vor mir liegt der Stand 15. Mai 2023 und ja, hier Bronchialobstruktion, das mal ganz grundsätzlich als Überschrift. Und eben auch hier wird nicht unterschieden zwischen Asthma und COPD, zumindest nicht primär, erst im Verlauf. Mhm. Die erste Fragestellung ist immer, haben wir eine symptomatische Tachykardie und wenn ja, dann soll kein Salbutamol und kein Atrovent, also Ipratropiumbromid, vernebelt werden, weil es die Frequenz steigert. Jetzt ist aber hier wirklich deutlich zu beachten, das möchte ich wirklich betonen, damit meint man SVTs, VTs und so weiter, also alles, was wirklich rhythmogen relevant ist. Selbstverständlich hat eine Patientin oder ein Patient in akuter Dyspnoe schon eine Tachykardie, aber halt eine Bedarfstachykardie. Und die ist total in Ordnung und die wird wahrscheinlich dann auch nicht exorbitant schlimmer werden durch die Salbutamol-Vernebelung, schlicht und ergreifend, weil ja dadurch die Luftnot nachlässt und auch die Bedarfstachykardie wieder nachlässt. Wir behandeln jetzt in dieser Folge, sonst sprengt es uns völlig die Zeit. Wir haben so viel gefunden, wir müssen sowieso ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir behandeln jetzt nur Erwachsene, beziehungsweise in diesem Behandlungspfad geht es um alle Patientinnen und Patienten mit einem Alter über 12 Jahre. Und hier wird zunächst mal Salbutamol vernebelt. Wenn sich eine Besserung ergibt, schön und gut. Sollte sich keine Besserung einstellen, dann greifen wir eben zu Ipratropiumbromid. Das sind zwei super gute Medikamente, die im Prinzip von zwei Seiten angreifen. Das Salbutamol von vorne als Sympathomimetikum und das Ipratropiumbromid von hinten sozusagen entgegengesetzt als Parasympatholytikum. Und dass jetzt hier eine Frequenzsteigerung stattfindet, dass die Herzfrequenz hochgeht, das ist dann auch klar, wenn man sich die Wirkweise dieser Medikamente ein bisschen anschaut. Bevor wir jetzt diese Medikamente zur Hand haben, das dauert ja auch kurz, die Verneblermaske zu richten und so weiter, können wir uns übrigens auch immer sehr, sehr gut mit Kutschersitz und Lungenbremse helfen. Kutschersitz ist quasi nach vorne übergeneigt oder gibt es verschiedene Darstellmöglichkeiten, um die Atemhilfsmuskulatur des Patienten oder der Patientin zu aktivieren. Und die Lippenbremse, also den Finger auf die Lippe legen, und ich mache es hier mal vor, wir sind ja im Podcast-Format, da hört man es ja. Hat jetzt wahrscheinlich völlig übersteuert zu Hause. Naja, die Lippenbremse erzeugt schlicht und ergreifend einen Piep, ne? Ein Positive and Expiratory Pressure. Und das machen wir uns später dann im Verlauf eventuell mit einer NIF oder einer CPAP-Beatmung zunutze. Ja, und funktioniert wirklich, wirklich gut und kann Symptome hier schon lindern. Erfahrene Patientinnen und Patienten kennen diese Möglichkeiten aber auch. Ja, und wenn dann immer noch schlecht ist alles nach allen möglichen Medikamenten, die wir hier vernebelt haben und Lippenbremse und Kutschersitz, dann geben wir bei Asthma ordentlich Sauerstoff. 2 bis 6 Liter steht jetzt hier. Es ist ja auch ein expiratorisches, kein inspiratorisches Problem. Und wir streben eine Sättigung über 92% an. Bei COPD machen wir das ein bisschen angepasster. Wir wollen hier so auf eine Sauerstoffsättigung von 88-92% raus. Warum das Ganze? Wir haben ein Hyperkapnie-Risiko. Also Patienten mit COPD oder Mukoviszidose und so weiter und so fort. Da sollte einfach ein bisschen vorsichtig mit dem Sauerstoff umgegangen werden, um eben ja, verschiedene Folgen zu verhindern. Und man muss eben auch einfach sagen, beim expiratorischen Problem bringt uns der Sauerstoff auch nicht allzu viel. Wenn es jetzt ganz richtig so zu einer Besserung kommt, dann ist ja alles schön und gut. Wenn die Besserung immer noch ausbleibt, dann legen wir einen intravenösen Zugang bei beiden Krankheitsbildern und können dann ein Glukokortikoid, zum Beispiel Prednisolon oder Ähnliches, verabreichen. Wenn das immer noch nicht zur Besserung führt und der Patient
oder die Patientin wirklich, wirklich schlecht beieinander ist und zum Beispiel auch langsam in die respiratorische Erschöpfung geht, also die Muskeln lassen einfach nach und der Patient schafft es schon fast nicht mehr einzuatmen, dann würden wir das Beatmungsgerät zur Hilfe nehmen und zu NIF greifen. Und vielleicht haben wir hier wirklich die Möglichkeit, mal eine schöne Folge zu machen, nur über Beatmung. Also das gibt locker eine komplette Folge her. Ja, und genau. Der letzte Ausflug von mir, dann bin ich hier auch schon fast durch, ist der Status Asthmaticus. Und so nennt man einen Asthmaanfall, der eben sehr, sehr, sehr lange anhält und auch ja, ziemlich therapieresistent ist. Das ist so der Endboss in dieser ganzen Situation. Wir kennen ja die Asthma-Trias, also die drei großen Punkte, die hinter dem Asthma bronchiale stecken. Das ist zum einen Bronchospasmus, Hypersekretion und die Ödem, beziehungsweise die Ödembildung oder die Schwellung der Lungenschleimhaut oder allgemein der Atemwegsschleimhaut. Das führt dann im Endeffekt zum Asthma. Wir haben ja eine hyperreaktive Lunge. Übrigens hier, Achtung, das ist so perfektes Prüfungswissen. Das wird in jeder mündlichen Prüfung irgendwie abgefragt. Und der Status Asthmaticus ist jetzt ein sehr schwerer, lang andauernder Asthmaanfall. Man spricht da teilweise auch vom Near-Fatal-Asthma. Also das sagt ja schon der Name, wenn man das ins Deutsche übersetzt, dass das schon sehr, sehr schlimm ist. Sprechen ist fast gar nicht mehr möglich. Die Atemfrequenz ist maximal tachypnoisch. Man spricht auskultatorisch von der Silent Lung oder dem Silent Chest Syndrome. Also es findet schon fast gar keine Ventilation mehr statt. Wir gehen schon Richtung Totraumventilation. Die Herzfrequenz geht von Tachykard nach Bradykard. Das sollte allgemein ein riesen, riesen, riesen Alarmsignal sein. Und ansonsten besteht Verwirrtheit oder sogar Bewusstlosigkeit. Also hier ist unbedingt zu reagieren. Und hier kann es dann auch sein, dass Patientinnen und Patienten auch mal intubiert und beatmet werden müssen, ja, weil die NIF dann natürlich nicht mehr indiziert ist, wenn man nicht mehr wach ist, wenn die Schutzreflexe nachlassen. Und da noch ein kleiner Tipp, das bin ich nämlich damals in meinem Staatsexamen gefragt worden von dem Arzt, der mir gegenüber saß, von dem Prüfungsarzt. Und der hat gefragt, also man würde ja verhindern, solche Leute zu intubieren, weil die sind, gerade COPDler, sind sehr, sehr schwer wieder zu weanen, also vom Tubus wegzukriegen. Aber mit was würde man die denn einleiten? Würden sie da jetzt Propofol nehmen? Und tatsächlich habe ich das richtig beantwortet, aber nicht, weil ich so versiert bin in dem Thema, sondern ich hatte so einen Fall mal im Klinikpraktikum auf der Intensivstation miterlebt. Okay. Und daher war mir das noch im Gedächtnis, dass man diese Patientinnen und Patienten, also diese Klientel, mit Ketanest einleiten soll, weil Ketanest hier auch eine bronchodilatative Wirkung hat. Also auch nochmal zu einer Besserung beiträgt. Also das war jetzt so der Blick über den Tellerrand. Die Leitlinien geben jetzt noch Stunden her. Also wir hätten da auch drei Folgen drüber machen können, ohne Witz. Also da richtig viel. Jetzt bin ich aber erstmal mit der notfallmedizinischen Abarbeitung durch und würde an dich übergeben, Gabi. Mhm. Vielen, vielen Dank auch für diesen super Geheimtipp und für diesen Eins mit Sternchen-Tipp, würde ich schon sagen. Das kann einem doch wirklich so nochmal, vielleicht wenn man sonst in der Prüfung sehr aufgeregt war, aber dann doch mal noch mal so retten, oder? Ja, retten, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Ja, ich soll jetzt hier heute wieder die Basics machen, ne? Und ich gehe über, wie man denn die klassischen Patiententypen bei COPD unterscheidet. Und zwar gibt es da den Blue Bloater und den Pink Puffer. Und ich erkläre am besten zuerst den Blue Bloater. Der leidet meistens unter einer chronischen Bronchitis, ist typischerweise eher adipös, also übergewichtig, und zeigt uns Symptome wie zum Beispiel einen chronischen produktiven Husten. Also produktiv bedeutet, er produziert Schleim, also er hustet Schleim ab. Hustet was ab. Ja. Genau, gelegentlich sogar ein Bluthusten. Er zeigt zu Beginn eher eine milde Dyspnoe, also eine milde Atemnot, und eine ausgeprägte Zyanose. Also wir erkennen denjenigen auf jeden Fall auch zum Beispiel an blauen Lippen. Derjenige, der hat eher eine bessere Prognose. Und der Pink Puffer, der hat meistens ein Lungenemphysem und ist eher typischerweise ein kachektischer, also ja, untergewichtiger Patient. Ja. Schlank, genau. Eben wegen der hohen Atemarbeit, die er leisten muss. Und der zeigt Symptome wie eben eine heftige Dyspnoe, wenigen und trockenen Husten. Er hat so eine Presslippenatmung und setzt die Atemhilfsmuskulatur ein. Also meistens die Arme so seitlich abgestützt nach vorne. Genau, und ja, man weiß ja, oder
Wir berichten es euch heute hier auch im Podcast. Es ist bekannt, steht in der Leitlinie, COPD ist leider nicht heilbar. Es gibt trotzdem Wege, wie wir Patienten und Patientinnen helfen können und vor allen Dingen auch beraten können. Wir können einmal die Prävention ansprechen, also an oberster Stelle da natürlich die Raucherentwöhnung. Ja. Wir können auf Schutzimpfungen hinweisen. Und Zur Rauchentwöhnung habe ich eine schöne kurze Anekdote. Gerne. Ich hatte mal Dienst mit einem Notarzt und dieser Notarzt ist auch Pulmologe. Mhm. Und ich habe damals noch Zigaretten geraucht. Da bin ich ja, zumindest von den Zigaretten bin ich ja weg, schon seit einigen Jahren. Und ich habe damals an der Klinik noch kurz eine Zigarette geraucht und der macht auch so Rauchentwöhnungskurse, ne? Und das wusste ich. Ich habe das aber dann nicht angesprochen. Das ist ja auch als Raucher ein bisschen unangenehm dann. Mhm. Und der schaut mich an und der hat was ganz Interessantes gemacht. Er hat mich einfach nur gefragt, warum rauchst du? Mhm. Ja, was antwortest du da jetzt? Gabi, hast du mal geraucht? Das ist eine ganz tiefe... Möchtest du das nicht öffentlich sagen? Das ist eine ganz tiefe, peinliche Geschichte. Sagen wir es so, es gab einen Abend, da war ich sehr jung und habe gemeint, ich müsste, es war damals total Shisha-Bars waren total in und ich habe gemeint, ich müsste das auch mal probieren und mir ging es so wirklich elendig. Bist umgekippt? Nee, aber ich habe in der Nacht mich mehrfach übergeben und ich war wirklich gänzlich geheilt davon. Also das klingt nach einer schönen Nikotinvergiftung, Überdosierung. Mir ging es wirklich schlecht. Das war, glaube ich, auch eine Nacht, in der ich ernsthaft wirklich sterben wollte. Es war so elendig. Es ging gar nicht. Ich kann da heute sehr drüber lachen, aber es war sehr heilsam. Mich hat diese Frage damals irgendwie beschäftigt, so warum rauchst du? Und da gibt es ja keine Antwort, ne? Also es gibt, warum hast du angefangen, das kann man beantworten, aber warum rauchst du? Da gibt es eigentlich keine Antwort. Vielleicht hört das gerade jemand, der eine Kippe in der Hand hat. Warum rauchst du? Mach dir mal Gedanken. Ja, ja. Wir machen mal eine Rauchentwöhnungsfolge mit Hypnose. Wenn du jemanden kennst, der das kann, dann können wir das probieren. Ich lerne das, ich lese dann ein Buch. Nein, natürlich nicht. Okay, Gabi, vielen Dank, dass ich dich unterbrechen durfte. Ja, mach weiter. Und für diesen sonst nimmt das intimen Einblick. Hallo? wir waren bei der Prävention, bei COPD. Dazu zählt auch die Arbeitsplatzhygiene. Also insbesondere gerade am Arbeitsplatz. Ich meine, viele kennen es mittlerweile jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bereich Rettungsdienst mit dem leidigen Thema des Homeoffice. Aber auch darüber hinaus, es gibt ja immer noch Menschen, die wirklich an schwerem Gerät arbeiten, vielleicht in einer Chemiefabrik mit Chemikalien zu tun haben, da wirklich auf die Schutzmaßnahmen, die empfohlen werden, achten. Klar. Darüber hinaus natürlich die medikamentöse Behandlung und da sind wir wieder beim Stichpunkt Adhärenz. Es hilft nichts, wenn man... Nein, Adhärenz, wir sagen Adhärenz dazu. Ja, 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 ist okay. Es hilft nichts, wenn man Medikamente nicht einnimmt, wenn man körperliches Training nicht durchführt, wenn man da auf der faulen Haut liegt und den inneren Schweinehund nicht überwinden kann. Also da ist viel Potenzial noch dahinter und ja, so das Ultima Ratio, die operativen Behandlungen, die apparativen Behandlungen, da will ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, am Ende steht wirklich die Lungentransplantation ein Spendeorgan zu erhalten ist nicht so sehr easy. Schwierig. Deswegen, dahin will, glaube ich, niemand kommen und da dürfen wir als medizinisches Fachpersonal ganz weit vorweg schon beraten und da hilft auch so eine Frage, wie du sie gestellt hast. Warum rauchen sie? Ja. Es gibt auch im Rahmen der nicht-medikamentösen Behandlung gibt es auch ein DMP, ein Disease Management Program. Das gibt es ja für verschiedene Erkrankungen, Diabetes mellitus und so weiter. Und das sind strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke. Und das gibt es eben auch für COPD-Patientinnen und Patienten. Das kann durchaus Sinn machen. Ganz richtig, ja. Und zur Einschätzung der alltäglichen Dyspnoe bei COPD gibt es noch den MMRC-Score.
Der MMRC-Score ist ein Assessment, ist eine Skala zur Einschätzung des Schweregrades der Dyspnoe bei COPD und unterteilt in verschiedene Stufen von 0 bis 4. Und da kann man eben ja die Einschätzung abfragen, wie die Belastung, also bei Stufe 0 zum Beispiel, ich werde nur bei starker Belastung kurzatmig, bei Stufe 1, ich werde kurzatmig, wenn ich mich auf einer Ebene beeile oder wenn es leicht ansteigt. Stufe 2, ich gehe wegen Atemnot langsamer als Altersgenossen oder ich muss anhalten, um Luft zu holen, wenn ich auf ebener Erde gehe. Stufe 3, ich halte an, um Luft zu holen nach nur mehr 100 Metern oder nach wenigen Minuten, also ebenerdig. Stufe 4, ich bin zu kurzatmig, um das Haus zu verlassen oder ich bin kurzatmig bei An- und Ausziehen, beim An- und Ausziehen, genau. Ja. Okay. Und jetzt frage ich dich, kommt dir das bekannt vor? Also die Kurzatmigkeit kommt mir glücklicherweise nicht bekannt vor, wobei ich letztens im 5. Stock hoch musste, da war das dann schon so. Aber ich glaube, das ist nichts für die MMRC-Skala. Mir kommt das immer bekannt vor und zwar denke ich gerade, ich glaube, darauf willst du auch raus, an den NYHA-Score, den New York Health Association Score für die Herzinsuffizienz. Und da gibt es ja auch 1, 2, 3, 4. Das hatten wir auch mal hier im Podcast kurz besprochen. Ich glaube, in der Herzinsuffizienz oder in der Infarktfolge. Und das ist ja schon eine Überschneidung. Ja, also es gibt tatsächlich noch weitere Überschneidungen, das Asthma Kardiale zum Beispiel. Und als Asthma Kardiale bezeichnet man ja den Komplex aus Dyspnoe und anderen asthmaähnlichen Symptomen, der im Rahmen von einer fortgeschrittenen Linksherzinsuffizienz oder einer Mitralklappenstenose auftritt. Und oft haben die Patienten eben ein nächtliches Husten, ein sogenanntes Herzhusten. Und im Extremfall kann es eben auch in ein Lungenödem übergehen. Und ja, das will man nicht haben. Nee, das will man wirklich nicht haben. Damit sind wir heute auch schon durch, ne? Das ging jetzt ganz schnell für mich, so gefühlt. Ja. Was wir heute zum Beispiel rausgelassen haben, ist mir aufgefallen, das ABCDE-Schema, das ich ja sonst immer einmal durchgehe nach dem Fallbeispiel. Das hätte ich jetzt quasi an dir durchgehen können, nachdem du ja Atemnot durch meine Katzen hattest. Ich dachte mir jetzt aber bei der Vorbereitung, dass wir hier so viel Input haben und so viel neue Scores und so, die jetzt sicher nicht jede Notfallsanitäterin, jeder Notfallsanitäter, ist jetzt sicher nicht jedem geläufig, das ist jetzt auch nicht Alltag in den Berufsfachschulen, dass ich mir dachte, das ABCDE-Schema, das erwähnen wir jedes Mal, das kommt auch wieder, ich verspreche es, ich will nicht abweichen von der Norm, aber heute habe ich das tatsächlich rausgelassen, weil, naja, dass die Atemfrequenz erhöht ist, dass das Atemzugvolumen vermindert ist ein Stück weit, dass die tachykard sind und vielleicht blass und ängstlich gucken, das dachte ich mir, ist dann auch irgendwie klar. Und ja, genau, es kommt wieder, versprochen. Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch übrig, einmal nochmal Danke zu sagen fürs Anhören. Wir freuen uns derzeit über wirklich eine rege HörerInnenschaft. Und ja, es wächst und gedeiht. Total begeistert. Aber trotzdem, sagt's gern weiter, abonniert uns und tretet gerne in Kontakt mit uns. Ja, meldet euch gerne. Wir sind bereit. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da haben wir auch wieder was geplant. Da gibt's dann auch wieder das ABCDE-Schema in bekannter Weise und meinen Zahnstatus und alles, was hier so dazugehört. Und ja, dann dieses Jahr ist noch einiges geplant mit einigen spannenden Gästen und vielleicht treffen wir uns auf der Redmobil. Aber für heute schließen wir das Ganze. Vielen Dank fürs Hören. Und bis dann. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dünchem. Notfalleinsatz. Retten.